Hallo Herr Weiser. Hallo. Die Vorfreude der Schüler auf die Gardasee-Reise, die steigt. Und wir wollten jetzt schon mal klären, was wir Schüler dürfen und was eigentlich nicht. Mit wie vielen Bussen fahren wir eigentlich und wird die Abfahrt organisiert sein und wie wird die Abfahrt organisiert? Denn bei den Skifreizeiten ist ja schon nicht immer so leicht, obwohl es weniger Busse sind. Ja, der Unterschied zur Skifreizeit besteht darin, dass eigentlich jeder vorher schon weiß, in welchen Bus er sitzen wird. Das ist bei der Skifreizeit ja noch etwas anders. Also, am Freitag fahren 4 Busse mit der Q2 schon los, morgens um 5. Und wir fahren dann am Montag mit 16 Bussen auch um 5 Uhr los. Ab halb 5 kann beladen werden. Alle Busse werden in der Gildestraße stehen, also der Parallelstraße zur Wilhelmstraße. Wir haben die Genehmigung vom Marktkauf, dass die Eltern da parken dürfen. Und dann hoffe ich, dass die Eltern sich auch daran halten, nicht in die Gildestraße mit dem Auto zu fahren. Jeder Bus hat eine Nummer. Du bekommst in den nächsten Tagen, das erkläre ich gleich mal noch, warum das jetzt erst erfolgt, bekommst du ein Anschreiben von der Firma Höfmann. Und da steht drin, in welchem Bus du untergebracht wirst. Und genauso bist du auch mitgeteilt, in welchem Bus du wohnen wirst. Und wenn man so viele Busse braucht und nur ein bestimmtes Budget hat, sind die Busse dann qualitativ in Ordnung oder bekommen wir so alte Ranzbusse? Ich habe Herrn Höfmann, das ist unser Busunternehmen, schon bei der Kontrolle aller Busse vor der Abfahrt erlebt. Und wenn ein Bus eben nicht verkehrssicher genug ist, dann wird der Bus nach Hause geschickt und ein Ersatzbus angefordert. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass das alles ordentliche Busse sind. Mit was für einer Ausstattung können wir eigentlich in den Bungalows rechnen? Also du weißt ja, dass wir auf einen Mehrsterne-Campingplatz gehen, 4 oder 5 Sterne hatte. Bella Italia, und da kannst du dir das im Internet mal angucken. Da wir in diesen Bungalows wohnen werden, besteht der Bungalow aus einem Wohn-Essraum mit einer Kochnische, hat übrigens sogar Klimaanlage, aber zu der Jahreszeit wollen wir hoffen, dass es die 25 Grad hat, die angekündigt sind im Augenblick. Dann braucht man keine Klimaanlage. Es gibt dann ein Doppelschlafzimmer, es gibt ein Schlafzimmer mit Stockbetten und du hast eine eigene Dusche und Toilette. Du musst also nirgendwo sonst hingehen und kannst dich da voll versorgen. Manche haben wahrscheinlich sogar Fernsehen. Sind die Lehrerbungalows eigentlich luxuriöser und hat jeder Lehrer sein eigenes Bungalow? Nun, was meinst du? Sind die luxuriöser? Weiß ich nicht, darum fragen wir. Also, das sind die gleichen Bungalows wie die Bungalows für die Schüler. Und die Lehrer wohnen zu zweit in einem Bungalow. Und das ist der einzige Unterschied, damit die Privatsphäre da gewahrt werden kann. Es ist ja ziemlich viel Programm geplant mit Venedig und Verona. Und haben wir da überhaupt noch Freizeit oder ist das so eine Art Aktivurlaub? Also eine Fahrt nach Venedig ist für jeden Touristen ein sehr aufwendiges Unternehmen. Erstmal zu dem Parkplatz, dann muss man sich ein Schiff suchen, mit dem Schiff rüber, drüben muss man das organisieren und so weiter. In unserem Fall ist es so, dass das Reiseunternehmen Höfmann die Fahrt nach Venedig komplett organisiert hat. Sprich, da ist der Zeitplan klar vorgetaktet, es geht aber auch, ehrlich gesagt, nicht anders. Dann kriegen wir es nicht hin. Was anderes ist, und ich denke, die Fahrt nach Venedig ist das Highlight. Was anderes ist so ein Besuch wie in der Nachbarstadt Verona, das sind 25 Kilometer, also 20 Minuten bist du dort. Und da wird es so sein, dass die Lehrer, die die Gruppen begleiten, mit ihren Gruppen absprechen werden, was sie denn da tun. Und die jüngeren Schüler fahren vielleicht morgens schon mal erst ein bisschen später los und sind auch am Abend schon wieder ein bisschen früher da, weil sie eigentlich lieber noch mal ins Wasser wollen oder was auch immer. Und ich kann mir vorstellen, dass ältere Schüler sagen, oh, es wäre ganz schön, wenn wir erst um 11 Uhr abends in Verona starten. All das ist möglich, das ist nach Absprache. Und insofern bestimmt ihr im Klassen- oder Kursverband sehr wohl, was ihr vor Ort macht. Und insofern bleibt Freizeit, weil ihr die Zeit mitbestimmt. Und zum Beispiel, jetzt haben Sie eben angesprochen mit den Lehrern. Sind das dann unsere Klassen- oder Kurslehrer? Zunächst einmal wisst ihr, dass die Fahrt komplett auf freiwilliger Basis erfolgt. An Lehrern? Ja, natürlich, auch für die Lehrer. Deswegen, bevor ihr überhaupt von der Idee gewusst habt, haben wir bei den Lehrern abgefragt, wer uns auf diese Fahrt begleiten will. Und das heißt auch immer gleichzeitig begleiten kann. Denn junge Eltern, die gerade Nachwuchs bekommen haben,
andere Kollegen, die eine Krankheit haben oder sich um Pflegefälle zu Hause kümmern und so weiter. Wir wollen ja gar nicht wissen, warum jemand nicht mit kann. Wichtig für uns war, wir haben 60 Lehrer, die mitfahren werden und damit können wir eine solche Schulfahrt verantworten. Also ist nicht jeder Klassenlehrer dabei, aber wir haben jeder Gruppe einen Lehrer zugeordnet und in hohem Maße ist das auch gelungen, dass man den Lehrer kennt. Das ist gut. Ist unsere unsere Freizeit wirklich Freizeit oder müssen wir uns dann auch noch an irgendwelche Zeitpläne halten, so wie man das von normalen Schulveranstaltungen kennt? Ja, du hast das richtige Wort verwendet. Es ist eine Schulveranstaltung. Damit ist die Schule in der Verantwortung bezogen auf die Aufsichtspflicht. Also können wir euch nicht tun und machen lassen, was ihr wollt. Deswegen unterschreibt ihr ja auch, dass ihr in Dreiergruppen sehr wohl euch entfernen dürft. Also selbstständig auch in Verona oder Venedig oder wo ihr immer seid unterwegs sein dürft. In Teilen, da ist eure Freizeit. Ihr werdet euch auch auf dem Platz bewegen dürfen, logisch. Aber ihr werdet den Platz nur mit Genehmigung verlassen dürfen, weil wir in der Pflicht der Aufsicht sind. Und deswegen betrifft das zum Beispiel auch das Baden. Das ist eine Schulveranstaltung, also müssen wir Lehrer haben, die mit dem Rettungsschein Aufsicht führen. Deswegen werden wir das Baden im Gardasee untersagen, aber nicht in den Poolen. Und in den Poolen werden wir Aufsichten organisieren. Es reicht leider nicht der Bademeister. Jetzt zum Essen. Gibt es Fertiggerichte, gehobene Speisen oder dürfen wir auch selber kochen? Weil es war ja die Kochnische eben angesprochen. Ja. Zunächst mal weise ich mal darauf hin, dass die Kochnischen mit Gas betrieben werden. So. Mein zweiter Hinweis ist, der Unternehmer bietet euch eine Vollverpflegung an. Der dritte Punkt ist, wollt ihr wirklich eure Zeit damit verbringen, dass ihr dort noch vor Ort selber etwas kocht? Oder wollt ihr nicht mit 1000 Mann gemeinsam ein Mittag oder Mittagessen weniger, haben wir keine Zeit, aber Abendessen oder die Nachtspeise zu euch nehmen? Da haben wir doch viel mehr Spaß, wenn wir das gemeinsam machen. Also Gefahrenmoment auf der einen Seite. Wir werden einweisen, wie das geht. Am besten, man benutzt den Gasherd überhaupt nicht, weil es auch keine Notwendigkeit dafür gibt. Und ansonsten zum Essen. Das Unternehmen ist eigentlich dafür bekannt, dass es ordentliches Essen anbietet. Ihr werdet ja auf der Abfrage, die euch jetzt zugeht, noch angeben können, ob ihr Vegetarier oder Veganer seid oder ob es sonstige Probleme gibt. Und der Unternehmer hat ja im Vorfeld zugesagt, dass das alles berücksichtigt wird. Insofern gibt es keine Notwendigkeit, in der eigenen Hütte bei den paar Tagen zu schmoren und da zu essen. Genießt eure Freiheiten, geht raus und es macht bestimmt viel Spaß, mal abends um 11 Uhr alle zusammenkommen an den Platz und nochmal eine Pizza zu essen. Ja, definitiv. Gibt es in der Nähe auch Supermärkte, wo wir einkaufen können oder müssen wir die überteuerten Sachen vom Betreiber kaufen? Ja, das sind jetzt zwei Dinge. Erstens mal ist es so in der Stellung, dass der Betreiber überteuert zahlt, das wissen wir nicht. Das ist ein sehr großer Campingplatz, insofern muss es nicht überteuert sein. Meistens muss man auf dem Campingplatz ein bisschen mehr zahlen, das liegt aber in der Natur der Sache. Ihr kommt ja jeden Tag raus, also könnt ihr auch jeden Tag irgendwo euch verpflegen. Es ist eine Frage von Organisation, aber wichtig ist eigentlich, ihr geht morgens euer Frühstück an einem zentralen Platz holen und geht mit dem Frühstück zurück in euer Bungalow. So, bei der Gelegenheit könnt ihr euch für den ganzen Tag versorgen. Brötchen einpacken, etc. Brötchen einpacken, Mittagessen, also Verpflegung für unterwegs zusammenstellen. Mit den Getränken muss man nochmal gucken, wie das ist. Ich weiß nicht, ob es kleine Flaschen geben wird. Ich gehe aber fast davon aus. Ich persönlich würde auch sagen, weil dann nimmt man sich eben auch eine Flasche mit und füllt die nach. Das kann man auf jeden Fall. Getränke stehen auch zur Verfügung. Also müssen wir uns um die Verpflegung eigentlich überhaupt keine Sorgen machen? Das war meine Erfahrung. Ich bin mit dem Unternehmen einmal vor 12 Jahren ungefähr unterwegs gewesen. Wir waren rundum versorgt, man musste nichts kaufen. Dass man Geld mitnimmt, um auch mal vielleicht gemeinsam irgendwo ein Eis zu essen oder sowas, ist ein anderes Thema. Aber von der Verpflegung her ist man eigentlich voll versorgt. Und noch eine wichtige Frage für viele Schüler wahrscheinlich zum Schluss. Gibt es Internetempfang auf dem ganzen Gelände oder werden so kleine Pilgerstätten entstehen, wo dann Scharen von Jugendlichen hocken, um Internet zu kriegen? Ja, eigentlich würde ich da Folgendes drauf antworten wollen. Das Handy ist ja wohl das Wichtigste im Augenblick im Leben.
wichtig, ja, definitiv. Und es wäre doch eine Chance, in diesen 5 Tagen das mal als unwichtig zu betrachten. Denn eigentlich sind Freunde und Kameraden dabei. Man braucht dafür kein Handy. Ja, zum Beispiel, um nach Hause vielleicht mal ein Bild zu schicken. Ja, das mit nach Hause mit den Bildern schicken muss man ehrlich gesagt auch nicht. Man kann die Bilder auch hinterher zeigen, so dass man eine kurze Meldung gibt, wir sind heile angekommen, ich habe eine schöne Unterkunft, es ist alles gut, ist eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch die Bilder des Unternehmers zu Hause sich angucken, die werden ja online gestellt. Insofern ist das mit dem Internet eigentlich so ein Punkt, an dem man arbeiten könnte, dass das nicht so wichtig sein muss. Ich habe nachgeguckt und habe gesehen, dass es WLAN gibt, aber es ist nicht gratis. Und meine Erfahrung mit Campingplätzen ist so, dass wenn WLAN nicht gratis ist, es nicht immer funktioniert. Die Alternative ist, ihr zahlt eure Roaminggebühr, weiß nicht, 2 Euro am Tag und ihr könnt unbegrenzt im Internet surfen, bis euch die Geschwindigkeit gedrosselt wird. Überlegt euch das, ob das das Wichtigste ist. Gut, danke für das Interview.